du schon immer ein Waldmensch gewesen? Das fasziniert mich. Mein Spezialgebiet sind die Steilhänge der österreichischen Alpen. Wir machen da einfach Bäume, die hiebreif sind, die machen wir weg und junge Bäume nachsetzen, dass wir wieder einen Wald haben. Ja, ich arbeite schon lange mit Stiel. Die Elektronik habe ich vorher schon kennt und was mir jetzt zusätzlich hilft, ist die Kalibrierung, damit die Säge bei extremen Höhenunterschieden immer volle Leistung bringt. Wir sind manchmal bis zu 2 Stunden unterwegs, bis wir bei der Arbeit sind. Da muss die Säge leicht sein und dass sie mich technisch und auch mechanisch nicht im Stich lässt. Im Hof gibt es immer was zu tun, wenn man auch nicht im Wald ist. Tagesablauf schaut dann so aus, dass man am Morgen halt die Rinder versorgt. Und wenn man das alles gemacht hat, geht es dann los im Wald. Mir ist sofort aufgefallen, dass die MS-462 extrem spitzig ist. Sie ist sofort auf voller Leistung. Das ist nicht selbstverständlich. Man kann auch nur gute Arbeit liefern, wenn das Werkzeug super funktioniert. Den Beruf möchte ich gerne machen, wenn ich es gesundheitlich schaffe, so lange wie möglich.